Hallo, liebe Ratenasen, da sind wir zur Auflösung unseres feierlichsten Quizzes dieser Tage. Wir haben uns den heutigen Fronleichnam, naja, Fronleichnam übrigens allerseits, wir haben uns diesen Fronleichnam, einen Feiertag, wo niemand so recht weiß, wofür er eigentlich da ist, zum Anlass genommen für das Thema Feiertage, von denen eigentlich niemand so recht weiß, wofür sie da sind. Also, Feiertage waren heute unser Thema. Es ist außergewöhnlich spät geworden, dass ich das hier für euch aufnehmen kann. Bin ein bisschen aufgehalten worden. Ich gehe mal davon aus, dass ihr es erst in den frühen Morgenstunden online. Schön, dass ihr so lange gewartet habt. Es ist ja Brückentag. Da sind ja sicher ganz, ganz viele bei der Veröffentlichung live mit dabei. Ja, Frage 1. Was wird an Fronleichnam gefeiert? Ich hatte den Tipp gegeben, es ist ein katholisches Sakrament. Aber welches? Gemeinerweise habe ich nur katholische Sakramente zur Auswahl gestellt. A, die Taufe, B, die Eucharistie, C, die Ehe oder D, die Krankensalbung, Vulgo, die letzte Ölung. Auf diesen Zug ist mir niemand aufgesprungen mit der letzten Ölung, denn Fronleichnam hat nun mal nichts mit Leichen zu tun. Es kommt vom mittelhochdeutschen Frone Licham und heißt so viel wie der Körper des Herrn. Und damit ist auch klar, es geht um B, die Eucharistie. Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, tut dies zu einem Gedächtnis und so weiter. Also die Eucharistie wird gefeiert an Fronleichnam. Klar, dass es nicht um Leichen geht, denn der Herr, um den es geht, war bekanntlich nur 3 Tage lang ein Leichnam. Diesen Feiertag verdanken wir der heiligen Juliana von Lüttich. Die hatte eine Vision. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, es war im Jahr 1209, die hatte eine Vision, und zwar sah sie die Mondscheibe und auf dieser Mondscheibe einen dunklen Bereich. Und sie deutete das so, diese Mondscheibe ist das Kirchenjahr und dieser dunkle Bereich ein fehlender Feiertag. Wer kann es ja nicht nachfühlen? Wer hat nicht schon mal in den Halbmond geblickt und gedacht, oh, ich bräuchte mal wieder einen Tag frei? Lasst uns mal an den Papst schreiben, vielleicht ist da was drin. Frage 2, da ging es um den 1. Mai mit der Frage, seit wann ist der 1. Mai in Deutschland ohne Unterbrechung ein Feiertag? 1949 ist raus, da war ja schon längst ein Feiertag. Ich weiß jetzt übrigens nicht, ob 1945 viele Leute den Mai-Feiertag gefeiert haben. Ich glaube, die hatten da anderes zu tun, überleben und so. Aber offiziell war es da tatsächlich ein Feiertag. A, 1919 ist auch raus. 1919 war in Deutschland erstmals der 1. Mai ein Feiertag, aber tatsächlich nur im Jahre 1919. Danach wurde es auf Betreiben der Konservativen, also es war quasi ein Feiertag auf Probe und danach haben die Konservativen gesagt, nee, wollen wir nicht. Und so kam es denn B 1929 auch zum berüchtigten Blutmai von Berlin, wo also viele Leute illegalerweise freigenommen haben und in Berlin demonstriert haben und dafür von der Polizei zusammengeschossen wurden. Das war also 1929. Manche haben vielleicht Babylon Berlin geguckt, da ist es Kulisse in einer Episode. Manche haben vielleicht von Volker Kutscher Der nasse Fisch gelesen, die Buchvorlage zu Babylon Berlin. Immer in die Romanvorlage gucken, wobei da ist die Serie eigentlich besser, wenn ich jetzt ehrlich bin. 1933 ist tatsächlich richtig. Also der 1. Mai 1933, das war das Geschenk der Nazis an die Arbeiterbewegung. Ja, ihr kriegt euren Feiertag. Tatsächlich am 2. Mai standen sie dann da und haben die Gewerkschaften verboten und ihr Vermögen konfisziert. Ja, danke schön, liebe Arbeiterbewegung, für die Mitgliedsbeiträge, die du eingetrieben hast. In diesem Sinne. So, also wir müssen diesen Ungeist, Vade Retro, vertreiben, indem wir auf einen jüdischen Feiertag eingehen. Frage 3, welchen jüdischen Feiertag kennt man auf Deutsch unter dem Namen Versöhnungsfest? Wir gehen es mal von hinten nach vorne durch. Die Rosh Hashanah ist das Haupt des Jahres oder der Anfang des Jahres. Rosh Hashanah ist also das jüdische Neujahrsfest. Etymologisch kommt von Rosh Hashanah, unser guter
Rutsch. Das heißt, dieser Rutsch hat nichts zu tun mit hahaha, es ist Dezember, es ist glatt, sondern dieser Rutsch stammt ab von Rosh, also Haupt oder Anfang. Purim heißt Schicksal, C. Und Purim ist das jüdische Freudenfest. Manche sprechen vom jüdischen Karneval. Hat mit Karneval nichts zu tun, also verleitet keine Fastenzeit ein. Ganz im Gegenteil, es ist verboten, an Purim zu fasten. Man ist vielmehr gehalten, so viel Wein zu trinken, wie nur geht, und dabei ganz oft Lechaim zu sagen. Also Purim ist ein Fest der Freude, das eben normalerweise in den März fällt, manchmal, wenn es früh ist, auch Ende ab Februar. Das heißt, es ist ungefähr die gleiche Zeit, wo auch der Karneval gefeiert wird. Sukkot, B. Ich bin ein Idiot, ich schreibe da jetzt Sukkot als Sukkot. Ich weiß es, Sukkot ist das Laubhüttenfest auf Deutsch. Es bleibt also übrig, und das ist es denn, A, Yom Kippur. Yom Kippur ist das Versöhnungsfest. Ich bin jetzt nicht so drin in jüdischen Feiertagen. Also man liest, Yom Kippur ist der größte, der höchste jüdische Feiertag, ist auch ein Dingversöhnungsfest. Das ist der Tag, wo die Sünden vergeben werden. Also am Yom Kippur wird man seine Sünden los, und wenn man dann gut ist, hält man ja durch und braucht eigentlich gar keinen Yom Kippur mehr. Also ein wirklich hoher Feiertag. Wenn wir jetzt an uns Christen denken, dann wissen wir natürlich innerlich gut, der Kernpunkt dieses ganzen Christentums ist die Auferstehung und das Osterfest. Und tatsächlich, theologisch ist Ostern das der höchste Feiertag der Christenheit, das wichtigste Fest im christlichen Jahreslauf. Aber seien wir ehrlich, das Fest der Herzen ist für uns doch das gute alte Weihnachten. Und ich denke, im Islam ist das ähnlich. Wenn wir jetzt bei 4 über das Opferfest sprechen, dann wird damit an ein konstitutives Element der monotheistischen Religionen erinnert bei diesem Opfer. Und es ist theologisch gesehen der höchste Feiertag im islamischen Jahr. Aber ich denke, viele Muslime hängen Eid al-Fitri, also das Zuckerfest, am Ende des Fastenmonats Ramadan viel höher, denn das sind Feiertage, die man sich durch einen Monat Fasten nun auch redlich verdient hat. Also, Frage 4 allerdings bezieht sich auf den höchsten Feiertag, auf das Opferfest, und lautet: Wer vollzog denn dieses Opfer, dessen man beim Opferfest gedenkt? Geopfert werden sollte auf Weisung Gottes ein Knabe, nach jüdisch-christlicher Tradition Isaac, nach islamischer Tradition. Im Koran steht zwar nicht drin, welcher es war, der Söhne, aber nach islamischer Tradition ist es Ismael. Jedenfalls, der sollte geopfert werden von seinem Vater D, Abraham. Und der Dramatik zuliebe steige ich jetzt mal auf die alttestamentarische Version um. Also Gott ordnet an: Abraham, töte deinen Sohn für mich, ich verlange dieses Opfer. Und Abraham in Gottergebenheit, und das zeichnet den Islam aus, es ist die Religion der Gottergebenheit, sagt: Ja, alles klar, Gott, mache ich für dich, und geht mit seinem kleinen Jungen da auf den Berg und zieht das Messer, und wie er es gerade runterstoßen will, fällt ihm ein Engel in den Arm, und die ganze Nacht ringt Abraham mit diesem Engel und möchte gerne seinen Sohn töten, aber der Engel hält ihn erfolgreich ab, und am nächsten Tag sagt dann Gott: Also gut, war nur ein Scherz, wollte mal gucken, ob du mir auch gehorchst. Opfer mir bitte stattdessen ein Zicklein oder Schaf oder was auch immer du findest. So, in dieser Tradition, Schluss mit Menschenopfern. Beim islamischen Opferfest müssen tatsächlich Tiere dran glauben. Das heißt, in Erinnerung an dieses Ereignis wird ein Zicklein geschlachtet oder ein Schaf oder ein Rind oder ein Kamel. Das sind die Tiere, die da probat sind. Meistens läuft es aufs Schaf hinaus. Und der Tradition zufolge ist ein Drittel für den Opfernden und seine Familie, ein Drittel für Freunde und Nachbarschaft, ein Drittel für Bedürftige von diesem Fleisch zu gleichen Teilen. Frage 5. An welchem Datum wurde in der Bundesrepublik bis 1990 der Tag der deutschen Einheit gefeiert? Machen wir es kurz, denn das wussten alle. Es ist B, der 17. Juni, in Erinnerung an den Aufstand in der DDR am 17. Juni 1993.
50. Und tatsächlich 1990, wir alle, die wir es erlebt haben, erinnern uns damit Freuden dran, war das Jahr, in dem wir zweimal Nationalfeiertag feiern konnten, nämlich einmal am alten Datum, am 17. Juni, und einmal am neuen Datum, bekanntlich der 3. Oktober. Frage 6. In welchem gesamten Bundesland ist Mariä Himmelfahrt am 15. August ein Feiertag? Rheinland-Pfalz und Hessen nehmen wir mal raus, bleiben im Rennen Bayern und Saarland. Tatsächlich waren sehr viele für Bayern, weil Maria und Himmel und katholisch und Bayern, das passt natürlich im Kopf gut zusammen. Allerdings ist Mariä Himmelfahrt nur in Teilen Bayerns ein Feiertag, denn Bayern ist ein toleranter, weltoffener Freistaat, wo jetzt keinem, der es nicht will, irgendwelche Feiertage aufoktroyiert werden. Das heißt, in Bayern ist das so geregelt: Wenn in einem Ort mehr Katholiken als Protestanten leben, dann ist in diesem Ort Mariä Himmelfahrt ein Feiertag. Wenn in dem Ort aber mehr Protestanten als Katholiken leben, sind glaube ich 3 in Bayern oder so, keine Ahnung, dann ist in diesem Ort Mariä Himmelfahrt kein Feiertag. So ist das. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Der 15. August ist ein Feiertag in D, dem ganzen Saarland. Dem ganzen Saarland ist der 15. August als einzigem Bundesland Mariä Himmelfahrt ein Feiertag. Frage 7. Wonach richtet sich das Osterdatum? Was wir schon mal rausnehmen können aus dem Port SD, das legt der Papst spontan fest. Denn mal abgesehen von den Ostkirchen, die im julianischen Kalender hängen geblieben sind, wo das Datum immer ein bisschen anders ausfällt, natürlich feiern die Westkirchen alle am gleichen Datum Ostern. Und jetzt kann sich natürlich kein Anglikaner oder Protestant oder Baptist oder Pfingstgemeindler oder so, der was auf sich hält, vom Papst vorschreiben lassen, wann er jetzt gefälligst Ostern zu feiern hat. Das wäre völlig undenkbar. Also D ist natürlich raus. Die Frühlingsäquinoxie ist auch raus, denn wenn wir nach so einem fixen Datum wie dem 20. bis 22. März, um das sich herum diese Frühlingstag- und Nachtgleiche dreht, ausgehen, dann wäre auch Ostern jedes Jahr so ziemlich am gleichen Datum mit einer Woche Schwankung oder so, denn man muss es ja an einem Sonntag feiern. Kurzum, es ist A, der erste Frühlingsvollmond, der das Osterfest terminiert. Also Frühlingsanfang, 21. März, dann guckt man, dann ist der erste Vollmond und der Sonntag danach, so ist das geregelt, ist dann der Ostersonntag. Das richtet sich also nach dem alten lunisolaren Kalender, wie er auch im Judentum verwendet wird. Und die Überlieferung ist ganz klar, an welchem Festtag denn diese Auferstehung stattgefunden haben soll. Das heißt, dieses christliche Osterfest ist an ein jüdisches Fest gekoppelt, per Definition. Darum geht es in Frage 8. Welchen Ereignisses gedenken Juden, wenn Christen Ostern feiern? A, die Wiedereinweihung des zweiten Tempels, das wäre das Lichterfest Chanukka. Das fällt bei uns normalerweise in den Dezember, also so etwa auf unser Weihnachten, auch ein Fest, das sehr Lichter assoziiert ist. In den USA wird zum Teil eine Fusionsfeier namens Christnukka draus gemacht, finde ich recht sympathisch, ein Fusionsfest. B, die Errettung aus Persien. Da habe ich mal nachgeschlagen. Also diese Errettung aus Persien ist vom Namen her eigentlich ja falsch. Es ist mehr eine Errettung in Persien, als nämlich Königin Esther beim Schah von Persien vorsprach und den Juden das Recht zur Selbstverteidigung verschaffte bei einem geplanten Pogrom. Die Konsequenz laut biblischer Überlieferung waren 75.000 tote Perser, aber es war Notwehr. Dessen gedenkt man in Purim, im Freudenfest, wie war die Übersetzung? Schicksal, genau, im Schicksalsfest, im Freudenfest Purim wird diese Errettung in
Persien oder aus Persien gedacht. Babylon gehörte damals zwar zu Persien, aber ich habe es nochmal nachgeschaut. Dieses babylonische Exil ist eine ganz andere Hausnummer. Also das ganze Alte Testament ist irgendwie eine fortgesetzte Serie von wundersamen Rettungen aus in Situationen, die sich irgendwo im Ausland abspielen. Es ist ja gut, man kann da schon mal durcheinander kommen. Der Zug durch die Wüste C, dem wird heute mit dem Laubhüttenfest gedacht, eine Woche dieses Sukkot-Fest, was wohl, also 40 Jahre in der Wüste ohne festes Heim, dann dessen gedenkt man mit diesen provisorischen Laubhütten. Ursprünglich war es wohl eine Art Erntedankfest, also man hatte auf den Feldern solche schattenspendenden Unterstände errichtet damals, eben mit Laub gedeckt, und wenn die Ernte eingebracht war, hat man in diesen Laubhütten dann eine Art Erntedank gefeiert, fällt entsprechend in den Herbst, so etwa in den September. Tatsächlich wird D des Auszugs aus Ägypten gedacht, wenn die Christen Ostern feiern, nämlich mit dem Pessachfest. Also Pessach feiert den Auszug aus Ägypten. Frage 9, welches Datum war in der DDR ein Feiertag? Da ging es ein bisschen hin und her bei den Antworten. Eine tendenziell schwierige Frage. Ja, war es der 9. November, als Tag der Novemberrevolution, oder war es der 8. Mai? Da entscheidet sich so mehr oder weniger. Auch die anderen Festtage, guckt es mal in der Liste nach, sind irgendwelche wichtigen DDR-Gedenktage. Ich meine, ein Tag des Metallurgen oder sowas gab es da. Also gab viele Gedenktage, speziell für die DDR, aber tatsächlich der Feiertag war der 8. Mai, der begangen wurde als nationaler Feiertag unter dem Titel Tag der Befreiung, also der Tag des Endes des Zweiten Weltkriegs, der Kapitulation des Deutschen Reiches. Da war die DDR relativ schnell. Wir im Westen mussten ja bis zu Richard von Weizsäcker warten. 1984, wenn ich mich nicht täusche, hat er eine wegweisende Rede gehalten, in der er definierte, der 8. Mai ist nicht etwa ein Tag der Niederlage, sondern ein Tag der Befreiung. Da haben die Menschen in der DDR gesagt, aha, das wussten wir vor 40 Jahren schon, na, vor 40 Jahren noch nicht, aber vor 35 Jahren. Im Westen hat Weizsäcker damals tatsächlich gewissen Widerstand hervorgerufen. Da waren dann doch viele, die gesagt haben, ja gut, Befreiung schön und gut, aber wir haben ja doch irgendwie Krieg verloren. Also in der DDR war das ein kleines bisschen anders. Da war das staatlicher Feiertag. Was uns zur Frage 10 letzten Endes bringt, die sich heute als die Killerfrage entpuppt hat. Frage 10, wie heißt der Nationalfeiertag in der Schweiz? Da waren jetzt, wenn wir jetzt mal basisdemokratisch schweizerisch hier heute abgestimmt hätten im Quiz und die Quizlösung quasi das Kreuzchen auf dem Abstimmungszettel wäre, dann müsste der Nationalfeiertag in der Schweiz ganz schlicht den Nationalfeiertag heißen. Aber das hier ist keine Demokratie, sondern hier ist richtig, wo ich sage, dass es richtig ist. Das ist eine Quizdiktatur. Nein, tatsächlich richtig ist C, die Bundesfeier. Offiziell heißt der Tag der Bundesfeiertag, wird aber ganz oft eingekürzt zu Bundesfeier. Und zwar erinnert diese Bundesfeier an den Bundesbrief von 1291. Und da gibt es jetzt zwei Versionen. Da gibt es die gute Geschichte und da gibt es die Fakten. Die Fakten sagen, also es gab eine ganze Menge solche Bundesbriefe von circa 1250 bis circa 1350. Und es ist nicht so klar auszumachen, welcher Bundesbrief war denn jetzt der Ursprung dieser Schweizer Eidgenossenschaft. Aber wenn du einen vernünftigen Nationalfeiertag willst, musst du dich da festlegen. Und man weiß, Anfang August 1291 wurde dieser Bundesbrief aufgesetzt. Gewissermaßen die Schriftfassung des Rütli-Schwures. Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern etc., wie es bei Schiller so schön heißt, eigenhändig unterschrieben von Wilhelm Tell. Nein, auch Tell gehört zum Gründungsmythos, ist historisch nicht nachweisbar. Die Geschichte ist halt einfach klasse. Die drei Urkantone Uri, na klar ist Uri ein Urkanton, aber Schwyz, weil wenn es nicht Schwyz als Urkanton gegeben hätte, dann würde die Schweiz heute, ich weiß nicht, vielleicht Tessina heißen, keine Ahnung.
Und dann scheiden sich die Geister mutmaßlich. Unterwalden war der dritte der Urkantone. So, ich erwähne gerne nochmal, welchen fantastischen Preis es heute hier zu gewinnen gibt. Es ist der Katalog zum World Press Photo Award des Jahres 2019, gilt als der bedeutendste Fotowettbewerb dieser Welt. Ich halte mal so rum, dass man die Qualität des Gewinner-Einzelbildes Crying Girl at the Border von John Moore gebührend zu schätzen lernt. Hier die kleine zweijährige Janela Sanchez, die das Pech hatte, mit ihrer Mutter in eine US-Grenzkontrolle zu geraten. Ja, die Bildergeschichte, die Bilderstory des Jahres, fotografierte mit der Migrant Caravan Peter ten Hopen, fantastischer Kerl, großartiger Fotograf. Und deshalb bin ich neidisch, das habe ich natürlich hier im Schrank stehen. Ha! Ne, im Schrank, im offenen Regal. Greife mir das manchmal und blättere darin. Aber der Gewinner heute kriegt ein von Peter ten Hopen eigenhändig signiertes Exemplar. So. Und ja, da habe ich jetzt vielleicht ein paar vergebliche Hoffnungen gemacht, denn mich haben Nachrichten erreicht vom Parkplatz beim Drive-in Live in Balingen. Das ist ein Auto, in dem ich, glaube ich, gerne mal Mäuschen gespielt hätte. Denn da saßen tatsächlich Claudia und Manuel in diesem Auto. Zwei, die hier nicht zum ersten Mal gewinnen würden. Was ist denn mit meinem Loshut? PayPal, der Hut at kabaretzlaff.de. Keine Ahnung, was das zu sagen hat. So, also. Claudia hat mir geschrieben, aber legte Wert darauf, es sind nicht ihre Antworten heute, sondern die der Mutter der Queen of Quiz, der Queen Mom of Quiz. Den Vornamen weiß ich leider nicht. Der Name kam nicht mit, aber es kamen 9 richtige Antworten von der Queen Mom of Quiz, die damit hier gewinnen könnte, und die anderen 9 Richtigen auf anderem Zustellungsweg kamen von Manuel Kias, auch mit im Auto. Ne? Tolles Vorprogramm zum Konzert, hier Quizvideos zu gucken und mit dem Handy mitzuraten. Also, dann wollen wir mal schön durchmischen. 007 hätte sich nie entscheiden müssen zwischen Rühren und Schütteln. Es geht beides gleichzeitig. Allerdings sagen ja Literaturwissenschaftler, dieses gerührt, nicht geschüttelt Wodka-Martini war eigentlich, upsa, eine Metapher für den ungehobelten, ungebildeten Barbarismus dieses Killers James Bond. Also nur weil da jetzt ein Zettel runtergefallen ist, nehme ich nicht dieses komplette Video nochmal auf. Ja? Ich hatte da keinen anderen Zettel unten versteckt. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Also das wäre jetzt ein bisschen, aber bei aller Liebe, ja. Es ist kurz vor 3, glaube ich es denn. So, wo war ich? Bei James Bond 007 und dem Martini. Genau, also Literaturwissenschaftler sagen, der Fleming wollte da eigentlich nur zeigen, was für ein barbarischer Typ dieser James Bond eigentlich ist. Denn erstens, Martini ist Gin und Wermut. Wer den mit Wodka macht, dem ist nicht mehr zu helfen. Zweitens wird ein Martini, ein Dry Martini, natürlich ausschließlich gerührt. Wer den schüttelt, gehört geschüttelt. So, this said. Kommen wir jetzt mal zur Ziehung. Also, ich kann nicht mehr sagen, welcher Zettel ist welcher. Ich mache obendrein die Augen zu und ziehe das rosa Kaninchen heraus, ganz schnell, bevor es Hitler stehlen kann. Und eine nazilastige Sendung heute. Und über den Katalog, signiert von Peter ten Hopen, freut sich Queen Mom. So, also, Claudia, deine Mutter hat gewonnen. Richte herzliche Grüße aus. Und ich freue mich, dass ihr tatsächlich vom Konzert weg hier mitgemacht habt. Ich freue mich über jeden, der mitmacht. Ich freue mich über jeden, der mir einen Kommentar da lässt. Wir sehen uns, da das Veranstaltungsverbot für mein Format noch eine Weile in Kraft bleiben wird, nächsten Donnerstag auf YouTube, auf Facebook, wo auch immer ihr gerne mitraten möchtet. Facebook hat, glaube ich, die besseren Kommunikationsmöglichkeiten. YouTube hat die etwas bessere Bildqualität. Also sucht es euch aus. Ich sehe euch eigentlich immer sehr gerne auf beiden Kanälen. Was heißt eigentlich? Ich sehe euch unglaublich gerne auf beiden Kanälen. Also,
Wir sehen uns nächsten Donnerstag. Bis dann!